Mein Name ist Matthias Kaufmann. Ich bin als Geschäftsführer in der Unternehmensgruppe LUB tätig, bin verantwortlich für die kaufmännischen Bereiche, genauso wie für das Auslandsgeschäft. Unser Unternehmen bietet Leistungen im Schwerpunkt im Bereich Hochbau, Brückenbau und Ingenieurbau an. Unser Unternehmen ist ein familiengeführtes Unternehmen, das mittlerweile von der dritten und vierten Generation der Familie LUB geleitet wird. Wir sind schon seit über 105 Jahren hier am Standort in Nitta in der Nähe von Frankfurt ansässig, haben insgesamt in unserer Gruppe etwa 500 Mitarbeiter, darunter 75 Bauingenieure und 15 Bautechniker sowie einen Bauzeichner. Eine der Besonderheiten in unserem Unternehmen ist es, dass wir als einer der wenigen Mittelständler im Baubereich in Deutschland auch international aktiv sind. Wir betreiben Bauprojekte im Ausland seit nunmehr über 40 Jahren in Märkten wie zum Beispiel afrikanischen Ländern, im mittelamerikanischen Bereich, genauso wie im Nahen und Mittleren Osten. Wir haben uns vor vielen Jahren schon darüber Gedanken gemacht, wie man dem sich andeutenden Fachkräftemangel in Deutschland entgegnen kann und haben uns damals sehr intensiv damit beschäftigt, inwieweit wir Internetplattformen als neues Medium nutzen können, um auch überregional Fachkräfte zu finden und sind dabei auf Bauingenieur 24 gestoßen als branchenspezifische Lösung. Unser wesentliches Ziel mit den Anzeigen auf Bauingenieur 24 liegt darin, dass wir überregionale Märkte stärker ansprechen können. So sind wir zum Beispiel auch in Hamburg und Berlin aktiv, genauso im Ruhrgebiet und in München und möchten ganz gezielt auch dort interessierte Bauingenieure ansprechen. Das gelingt uns mit der Plattform Bauingenieur 24, die auch sehr schnell und kurzfristig ermöglicht, Stellenanzeigen zu schalten. Durch unsere Unternehmensgröße haben wir sehr breite und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, in Einstiegspositionen für Jungbauleiter erste Erfahrungen anzubieten im Baumanagement. Darüber hinaus haben wir die traditionellen Funktionen wie Bau- und Oberbauleitung bis hin zum Bereichsleiter, der eigenverantwortlich als Profitcenter-Verantwortlicher einen Teilbereich in unserem Unternehmen leitet. Dazu haben wir noch Funktionen innerhalb unserer Zentrale, wie zum Beispiel in der Kalkulation und in der Arbeitsvorbereitung.